Habt ihr schon mal jemanden angezeigt? Gar nicht. Gar nicht, nee. Echt jetzt? Ja, wir sind nur da, um Geld zu machen. Wir waren wie Parasiten, sind die ja, aus sind dem Erdboden auch, gekommen, Mann. Es ist Wahnsinn, Mann. Ja, vor allem das Schlimme ist, es ist halt alles anonym, du weißt ja. Ja, das ist das Problem. Ja, Mann, du weißt ja nicht, ob deswegen das ist oder jeder nicht, traut sich alles zu sagen, aber. Ja. Auf jeden Fall, ich habe die Woche zum ersten Mal jemanden angezeigt. Echt? Ja, genau, ja. Ich wollte gerade fragen, was. Jetzt, jetzt kann er jeden anzeigen, jeder oder anzeigen. Jungs, macht sich Sorgen. Ja? Mann. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier mit am Start, meine Freunde. Tati und Nico. Habt ihr schon mal jemanden angezeigt? Nein. Noch nie? Nein. Wieso? Das ist für die Frage, oder? Ja. Das würden wir persönlich klären. Ich muss echt überlegen, aber nein, eigentlich nein. Nicht. Nein. Wann würdet ihr jemanden anzeigen? Gar nicht. Gar nicht, nie. Echt jetzt? Ich habe einen Baseballschläger im Auto. Ja, dann zeigt er dich an. Ja. Nein, Scherz beiseite. Wann ich jemanden anzeigen würde? Wann ich einen anzeigen würde. Also ich denke mal, bei mir persönlich jetzt nicht. Genau, wenn es jemand anderen betrifft, dann vielleicht. Bei mir persönlich jetzt nicht, aber vielleicht, wenn es vielleicht meine Kinder betrifft, genau, sowas, oder sowas, ja. Dann definitiv, ja. Aber bei mir weiß ich gar nicht. Ich meine, wenn ich jetzt, oder mit dem Auto oder München, oder? Ja. Auto, ja. Auto, genau, Auto. Auto, aber bei München ist eigentlich eine sichere Stadt, also hier passiert ja nichts. Ja, aber da brauchst muss du auch ja anzeigen, auch nicht irgendwie körperlich was sein, das kann ja auch. Beleidigung oder was? Auch, oder Diebstahl oder sowas. Gibt's ja viele Sachen. Ja, stimmt. Bei Dimi wollte man jemanden anzeigen, weil bei Themen seine Karten geklaut wurden. Mann. Echt jetzt? Ja, da waren wir, glaube ich, 10. Nein, da waren wir nicht 10, da waren wir vielleicht 14 oder 13. Mann. Tja. Sowas zum Beispiel. Aber wusste er, wer das war? Ja, wir waren vor der Tür von dem Typen. Ja, okay. Er hat Mann. Sich versteckt, Mann. Er ist nicht mehr zur FT gekommen. Tot, da haben wir seinen Eltern gesagt, da haben wir mit der Polizei gedroht und dann, ich weiß gar nicht mehr, was dann war, Mann. Also Diebstahl ist ein guter Punkt, weil Diebstahl kannst du anders nicht klären. Also Diebstahl würde ich schon mal, ja. Oder jetzt zum Beispiel, du bist ja Community Manager von uns jetzt geworden, kümmerst dich um die ganzen Anfragen. Da gibt es ja auch negative Kommentare, manche, die es übertreiben, auch Drohungen und sowas. Dieser eine Typ, Mann, mit diesem komischen Channel, Mann, wie heißt der? Ich habe gesehen, irgendwie, da gibt es so einen Typen, Mann, mit so einem komischen Channel. Der macht immer so komische Kommentare und der hat dann irgendwie so... Dann war ich auf seinem Channel, das war voll weird irgendwie, ich weiß gar nicht, was. Egal, das darum ist. Ich weiß schon, wie du meinst, aber vor allem bei Frauen, die irgendwie belästigt werden auf Instagram und sowas. Ja. Gibt es viele, die direkt jeden anzeigen und sowas? Ist das jetzt was, wo ihr auch sagen würdet, ja okay, wenn der mich langweilt, alles wegbannen direkt? Ja, ich glaube, wenn zum Beispiel diese Leute, die schon viele Abonnenten haben und dies und das, die haben einfach ihr Team da oder was weiß ich, Anwälte, keine Ahnung. Wenn die genügend Kohle machen, die haben da ihr PR-Team oder die kümmern sich wahrscheinlich drum und der Typ muss gar nichts machen. Also von dem her. Also wenn jetzt uns jetzt jemand so beleidigen würde oder so, das wird mir echt. Also ja, was heißt beleidigen? Es gibt natürlich eine Grenze, wenn jemand einfach nur so beleidigt, ist ja nichts. Aber wenn er jetzt sagt, yo, ich tauche den nächsten Tag vor deiner Haustür auf, ich weiß, wo du wohnst. Pass auf deine Kinder auf oder sowas. Ja, okay, das geht gar nicht. Wie gesagt, das ist halt schon, das ist eine Bedrohung im Grunde. Ja, eben. Und das ist schon was anderes, ja. Das würde ich schon vielleicht schon zur Anzeige bringen oder halt zumindest die Polizei informieren, hey, pass mal auf, da spinnt da gerade einer rum. Ja, das auf jeden Fall, weil das schon auch gefährlich sein könnte. Ja, man weiß es ja nicht, ja. Aber es ist ja auch nicht nur gegen sich selber, weil der das einfach deren Denkzettel verpasst bekommt, weil der wird das dann beim anderen auch genau machen. Eben, wenn du ihn von unserem Kanal abschlägst oder was weiß ich, dann geht er zum nächsten und die Leute, weißt, wenn die spinnen, dann spinnen die. Also und mittlerweile muss man echt sagen, es sind echt krasse Leute auch unterwegs. Es gibt viele Mann. Das ist echt brutal. Die haben keine Grenze im Internet. Genau, viele suchen die denken, die können im Internet alles machen. Genau, und die suchen sich dann einen Sündenbock, an dem die dann vielleicht alles rauslassen können. Ja. Und steigern sich dann immer mehr rein. Und man liest ja auch immer oft, es gibt auch mittlerweile viele Stalker und alles. Und das ist krass, ja. Ich meine, nicht umsonst wurde ja auch die Polizei jetzt dementsprechend ja geschult auf Mobbing und sowas, Cybercrime und sowas. Ja, gibt es ja, glaube ich, eine extra Einheit für sowas. Okay, krass. Ja, die da im Internet halt das alles machen. Nicht schlecht, und das ist ja, muss ja auch sein. Ja. Heutzutage, das ist ja brutal, was da auch abgeht. Ja, vor allem das Schlimme ist, es ist halt alles anonym. Du weißt ja, das ist das Problem. Ja, Mann, du weißt ja nicht, ob das ist. Deswegen, jeder traut sich alles zu sagen, aber. Ja, genau. Alle haben die große Fresse. Ja, das ist genau das, was ich auch meine. Ja, viele haben echt so eine große Fresse, wenn dann einer vor dir steht zum Beispiel, dann sind sie leise, weißt du? Und sowas kostet mir tierisch an. Natürlich, also ich sag auch zum Beispiel, wenn jemand, ganz ehrlich, wenn jemand zum Beispiel schreibt, ich stehe morgen vor der Tür oder so, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Ja. Aber trotzdem ist es einfach scheiße, dass man sowas schreibt. Es ist halt krank und es wird
Also ja, ich aber sag, das, du ja, weißt ja nie, an, genau, an wen du da gerätst gerade. Ja. Ja, das weißt du einfach gar nicht. Ja. Weil es gibt so viele Menschen, die da einfach, okay, das auch ernst meinen. Ja, auch wenn es einer von tausend ist, der echt so verrückt ist und echt kommt, ist einer zu viel. Genau, das ist der Punkt. Ja, und deshalb, also bei sowas, es muss nur einer kommen, der zu verrückt ist. Ja, definitiv direkt muss aber man. Aber wie geht das dann, wie kann, wenn du zum Beispiel jetzt so ein krassen Typen hast beim Channel, der irgendwie was schreibt und so, wenn du der Polizei dann was sagst, machen die da was oder sagen die ja? Ich denke schon. Also keine Ahnung, wenn du dann den, also wenn die jetzt sagen, wenn es eine Bedrohung ist, da gehst du hin und zeigst ihm das, also der Polizei, ja, und dann werden sie das recherchieren auf jeden Fall. Ja. Da suchen sie IP und sowas, ja, und was auch immer. Also wir sind sicher. Wir sind sicher. Darum geht es eigentlich auch nicht. Wir sind ein bisschen zu sehr ausgeschweift. Schreibt erstmal gerne unten in den Kommentar, ob ihr schon mal jemanden angezeigt habt. Und wenn ja, für was? Auf jeden Fall, ich habe die Woche zum ersten Mal jemanden angezeigt. Echt? Ja, genau. Mal. Ich wollte gerade fragen, was wen hast dir, du angezeigt? Was hast du angezeigt? Anzeige gegen Unbekannt. Ja. Das war jetzt nichts wegen dem Kanal oder so. Oh mein Gott. Das war jetzt, weil ich hatte Probleme auf Amazon. Ja. Es wurde über meinen Account was gekauft, was ich aber nicht gekauft habe. Und dann habe ich Amazon kontaktiert, die haben das storniert, alles okay, alles gecancelt und sowas. Ja. Und dann meldet sich irgend so ein Inkasso-Unternehmen im Namen von Amazon blabla und wollten, dass ich das bezahle. Habe ich nicht gemacht, ich habe das über Amazon geklärt, die haben gesagt, yo, passt eigentlich alles, brauchst dir nicht zu antworten und so. Ja. Die haben sich aber immer noch weiter gemeldet und dann kam ein Mahnverfahren und dies, das. Ja. Und dann habe ich im Internet recherchiert und Internet meinte, man muss das mit denen direkt klären, also mit dem Inkasso-Unternehmen, weil Amazon, keine Ahnung, was da los ist, das funktioniert irgendwie nicht, dass die den untereinander Bescheid geben. Habe ich gemacht, yo, bla bla, ich habe das schon mit euch geklärt, was wollt ihr von mir noch und so. Dann haben die mir geschrieben, die lassen das erst fallen, wenn ich Anzeige erstatte gegen Unbekannt, wer auch immer das gekauft hat. Ja, und das muss ich da machen. Ich mache ein bisschen Angst, Mann, hey. Echt, das ist das? Das einfach, krass. Weil ich kaufe schon auch ein paar Sachen bei Amazon. Und also jetzt nicht die Anzeige an sich und so, sondern dass einfach fremde Leute, dass jemand was gekauft hat über deinen Amazon-Account, ist ja schon krass. Ja. Da haben sie halt reingehackt, oder? Ja, passiert halt mal. Gang und gäbe. Echt? Ja, ja. Aber gut zu wissen, ja, was man da machen muss, oder? Also, dass man halt direkt Anzeige schatten muss. Sonst musst du zahlen. Ja, diese ganze Scheiße in Kassenunternehmen und so, Mann, ist auch jetzt, ja, keine Ahnung. Darum geht's mir, Mann. Wie Parasiten sind die aus dem Erdboden gekommen, Mann. Es ist Wahnsinn, Mann. Ja. Ja, aber was, wurdest du da ernst genommen oder wie ist das? Ja. Also ja. Und dann zur Polizei gegangen? Musste zur Polizei, dann habe ich gesagt, ja, ich muss eine Anzeige aufgeben. Dann haben die erstmal gefragt, worüber, weil du kannst auch welche online einfach abgeben. Ja. Und ja, ging nicht online, deswegen haben die mich reingelassen, dann habe ich denen den Fall erklärt, dann haben die alles da notiert und dann eine Anzeige erstattet. Um welchen Wert ging es da eigentlich? Es wurde ein chinesisches Bettlaken für 250 Euro gekauft, zweimal. Ein chinesisches Bettlaken, yeah, für 500 Euro. 250 und zwei Bettlaken, also für 500 gesamt. 500. Ja. Aber woher wurde das geliefert dann? An meine Adresse. Hätte es geliefert werden sollen, aber ich habe es ja davor storniert. Ach so, chinesisches Bettlaken, krass. Die hätten es halt natürlich nie geliefert, aber und das Geld eingesteckt. Gibt es eine Summe, dass die Polizei, oder dass man sagt, keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie... Zu wenig ist, meinst du? Ja, genau, zu wenig. Boah, weiß oder? Ich nicht. Ich denke mal nicht, weil... Aber ganz ehrlich, hättest du... Das war ja eigentlich, du hast ja nur die angezeigt, weil du es musstest. Sonst ja, nichts sonst gemacht. Hätte ich nichts gemacht, ne? Ja. Musste ja, sonst hätten die es nicht fallen gelassen. Ja, und, denkst du, es ist jetzt erfolgreich, oder? Das juckt mich nicht. Hauptsache, also ich musste diese Aktennummer dann, die ich bekommen habe für die Anzeige, musste ich denen halt schicken. Mhm. Und ich hoffe halt, dass die mich jetzt in Ruhe lassen, aber ja, die Anzeige erfolgreich ist oder nicht, wen juckt's? Ja, das waren so meine Probleme die Woche mit Amazon, mit Anzeige. Ja, das ist ja jetzt nichts irgendwie, keine Ahnung, Dramatisches. Nee, oder? Dramatisches nicht. Ja, ja. Aber war schon interessant. Erste Anzeige, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt kann er jeden anzeigen. Jungs, macht sich Sorgen. Ja. Jetzt war er bereit. Ja, ja. Jetzt hat die Community-Manager, gibt gleich weiter noch zum Anzeigen. Also einen Typen gab es schon mal. Aber dann habe ich es auch wieder, juckt mich nicht. Aber bei einem habe ich schon mal drüber nachgedacht. Echt jetzt? Ja. Message an alle Hater oder was? Ja. Oh mein Gott, von Pogo, was gefasst, wohnt am Ostbahnhof, nennt sich Fanny Dead im Spiel. Ein paar kennen ihn, ein paar kennen ihn nicht. Schauen wir mal, ich überleg's mir immer noch. Also. Aber kennst du ihn persönlich oder? Nee, aber er kennt mich persönlich. Aber du weißt nicht, wer das ist. Was wollte er? Er hat mir auf WhatsApp geschrieben und mir gedroht halt. Woher hat er deine Nummer? Ich hab von den ganzen Pogo-Gruppen halt. Aus welchem Grund hat er dir gedroht? Aus keinem, das ist es ja. Ja, was hat er gesagt?
Ja, wenn wir uns mal begegnen, haut er mir eine rüber. Da hast du ja auch seine Nummer. Ja, ja, deswegen konnte ich, hätte ich ihn easy anzeigen können. Genau. Deswegen, ja, ich habe ja alles. Die hätten ja locker alles rausfinden können. Ja, ja. Also die Leute, das Problem ist, diese Leute, die spinnen sich irgendwas zusammen. Ja. Ich kenne die nicht mal, aber die haben Streit mit mir sozusagen. Weißt du, was ich meine? Die Leute sind auch dumm, die sind sich gar nicht bewusst über die Konsequenzen. Ja, ja, sowieso. Schau mal, du hast deine Nummer, du kannst locker herausfinden, wer das ist. Weißt, er schreibt auch die ganze Zeit, er hat geschrieben irgendwas, er hat genug und ihm reicht's. Also im Sinne von, wir hätten schon irgendwie Vorgeschichte oder so. Ja. Nicht so, ich weiß nicht mal, wer du bist, weißt du? Vielleicht meint auch irgendjemand anderen, kann auch gut sein. Nee, nee, er meint schon nicht. Echt jetzt? Vielleicht meint der Barisch, Mann. Nee, aber das ist echt komisch. Ich hab die Screenshots gespeichert, wenn ich mal Bock drauf hab. Oh mein Gott, richtig, dann, was in der Hinterhand. Aber, naja, haben, Mann, weiß auf jeden Fall, das war's von uns heute. Wie gesagt, ich schreib gerne unten in die Kommentare, ob ich schon mal jemanden angezeigt habe. Ansonsten gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Check die Views ab und ciao.